So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses, Rate am Mittwoch. Wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst, aber heute ist nicht Mittwoch, heute ist Donnerstag. Normalerweise hätte ich Raid am Mittwoch, am Donnerstag erst wieder am Freitag bringen können, weil am Donnerstag ist ja auch der Raid-Boss-Wechsel auf Darkrai. Ich versuche immer beim Raid-Boss-Wechsel den Raid-Boss direkt am ersten Tag, direkt zur ersten Uhrzeit, direkt nach 11, den ersten Raid, den ich sehe, egal an welcher Arena, wie, wo, was, zu machen, hochzuladen bis 15 Uhr, aber das fällt eh keinem auf, dass man da immer so pünktlich rausgeht und pünktlich das macht. Also den Leuten ist eh egal, wann das kommt. Und weil morgen Hannes kommt, wenn diesmal alles klappt mit dem Zug, weil am Freitag Hannes kommt, dachte ich, ich mache das Raid am Mittwoch, damit nicht Raid am Mittwoch am Donnerstag am Freitag kommen, weil das schon wieder viel zu weit hinten ist. Statt am Mittwoch am Freitag machen wir es am Donnerstag, damit ich das machen kann und damit am Freitag ich eben den Darkrai Community Raid mit Hannes zusammen machen kann, weil das dann bestimmt schöner ist, wenn ich ihn da vom Bahnhof abhole, wir dann in der Stadt einen Raid machen und das als Darkrai Community Raid hochlade, damit ihr nicht nur mit mir interagieren könnt, damit ihr auch gleichzeitig mit Hannes interagieren könnt. Und einen Mega-Absol müssen wir ja dann auch machen, der kommt ja auch zurück. Das dann aber wahrscheinlich erst am Samstag. Und so haben wir zwei Raid-Videos schon mal mit Hannes und das ist irgendwie viel besser und cooler. Und natürlich mein ganzes Konstrukt hinten anstellen, weil es eh keiner bemerkt und damit ich das mit Hannes dann machen kann. So, weil das macht ja gemeinsam viel mehr Spaß. Aber wir kommen jetzt zu den Highlights der Woche. Wir haben natürlich auch noch den Schocker der Woche für euch vorbereitet. Das seht ihr gleich nach dem nicht vorhandenen Intro. Und ich würde sagen, Videostart kommt. Angefangen hat die Woche hier beim Henry Niki. Der ist mit mir Glücksfreund geworden. Das war immer noch in dem Event, wo man verstärkt Glücksfreund werden kann. Dann habe ich endlich auf dem Habanero Free-to-Play-Account die 15.000 Bären geschafft zu verfüttern. Immer mit dem Gotcha durch die Stadt, dann Bären gehabt, abends gefüttert in die Arenen. Nach einer halben Stunde musstest du dann wieder füttern, dann hast du keine Bären gehabt, dann bist du verrückt geworden, dann war irgendwo immer ein Raid dran und so, und dann ging das alles nicht. Es war auf jeden Fall mega nervig, aber die Platin ist jetzt auch im Sack und jetzt brauche ich nichts mehr füttern, jetzt kann ich einfach alles immer wegschmeißen, bis dann nach Platin vielleicht noch andere Medaillen kommen und dann denkt man, verdammt, hättest du damals weitergemacht, so ein paar, aber egal. Henry gerade bekommen, so lassen, ich würde es auf jeden Fall so lassen, denn ihr wisst ja, der Wert, der am höchsten ist bei Rabauts in der Bewertung, entscheidet, was bei der Entwicklung aus ihm wird. Wenn alle Werte gleich sind, ist es total random. Was bringt es ihm jetzt aber, ein Nocturne oder ein Kikli hier rauszubekommen, die kriegst du jederzeit wild in 100% sozusagen, während das Rabauts in 100% nur aus einem Ei gebrütet werden kann und total random ist, du nicht gezielt da drauf gehen kannst, ist also mega viel seltener. Ich würde Rabauts als Baby einfach so lassen und nicht was anderes draus machen. So, außerdem gibt es die anderen Sachen auch beim Rocket Rüpel, die ihr erlösen könnt für einen 100er, was einfach auch wieder einfacher ist, als jetzt einen 100er Rabauts zu brüten, also so lassen. Dennis ist Glücksfreund geworden, dann habe ich einen Showcase während des Events gehabt, da durfte man ja Drachen-Pokémon setzen. Und die drei größten Drachen-Pokémon waren bei mir einfach drei verschiedene Shinies. Rayquaza, die Jalga und Giratina. Die waren zwar nicht stark, die haben gerade mal so 800 Punkte gebracht. Aber war interessant, dass das die drei größten und die drei spektakulärsten waren, die ich da reinsetzen konnte. Habe auch dreimal dann Platz 1 bekommen. Bierschanga, Entenbrust rosa gebraten, den Entenbratenfond mit der Soße aus der Samyang Bowl abgelöscht, plus O-Saft und Sojasauce mit Sesamkörner, mega lecker. Ich mag keine Ente, wer Ente mag, ich glaube Hannes mag Ente, Grüße gehen raus und der Bierschanga, der diniert immer so exquisit, das muss man ihr auf jeden Fall lassen. Brainy zeigt uns Shadrago, weil hier ist Tordonator und Shadrago. Shadrago einfach als weißes Pikachu dargestellt. Spuck. Henry Niki, schon wieder Glücksfreund geworden. Das war nicht dasselbe, das war ein anderes. Das müsst ihr mir glauben. Ab ins Tierheim hat mir dann das Raid Day Ticket für den Silvaro Raid Day geschenkt. Danke dafür. Der Pizza, der Mango, der Schnibitza, Moin Moin Meister. Für den Schicker der Woche. Bistros gebrütet, Bruderlande auch. Tausch, Drachen-Event ist durch. So, versteht ihr das? Also, Viscora ist gebrütet. Bruderlander
durch einen Tausch erhalten, genauso wie eben Trigefalo und Dragoran. Sieht man ja an dem Lucky, dass das durch Lucky, durch einen Tausch 100% wurde, Bruder Lander auch, das gebrütet. Was ist denn mit dem Chanera? Steht gar nicht da. Der Text hat mich auf jeden Fall erstmal verwirrt. Man kann es dann alles entschlüsseln. Das ist aber innerhalb von 7 Tagen. Das heißt, in 7 Tagen gab es hier diese 500%igen durch Tausch, durch Brüten, durch Wild. Das ist okay, das ist schon cool. Aber es war für mich trotzdem nicht Schocker der Woche. Dann bin ich mit Pupsi Glücksfreund geworden. Da habe ich auch noch nicht getauscht. Benny hat mir in seinem Glückstausch ein Mewtwo gegeben, was er auf Level 40 gepusht hat, mit Psychostoß, also der Attacke, die man sowieso nicht bekommen kann, ist ein 14-14-14er geworden. Das sieht gut aus, das werde ich so in meiner Sammlung jetzt drin behalten. Dann bin ich 3-mal Platz 1 geworden beim Silvaro und habe damit endlich auch meine Showcases abgeschlossen. 100 Pokestop Showcases gewonnen, wieder die nächste Platin-Medaille. Dann haben wir hier ein Ticket von Dode Oma bekommen zum Karneval der Liebe, war das. Sören zeigt uns aus dem Tausch 100% Balgoras bekommen, plus 98er Hytera, nicht ganz perfekt, aber hässlich für Arena-Gegner. Muss so 5 Minuten warten, dann ist das Ding von alleine tot, das ist immer lustig. Wollte schon immer mit ganz großen Burgen spielen, Sangapu 100%, den hätte ich damals auf dem Main auch gerne gehabt in 100%. Der Samyang hat leider einen bekommen, der Main hatte keinen bekommen und jetzt mittlerweile interessiert es leider nicht mehr. Netgo ist ja auch 100% Silvaro mitgenommen wohl vom Raid Day 11.02. wenn das der Raid Day war. Dieser zeigt uns die Ausbeute, 21 Raids und 2 Shiny mitgenommen. Ich habe noch nichts verschickt. Ich wollte eigentlich alles verschicken. Ich habe noch nichts verschickt. Ja, vielleicht, ja, nimmt ihn jemand mit mal in irgendeinem Tausch oder so. Henry hat auch schon gesagt, in einem Glückstausch würde er gerne Silvaro haben. Blood and Tears, Bastjaw, haben wir hier wieder. Shinies, und zwar Snubbull, Bubungus, Kindwurm, Petsneef, Algit, Schnepke, Silvaro, Milzer, Flampion und Kaumalat. Plus Balgoras, Lampion, Fritzelbitz, dann 100%, Pandia 100%, Tortunator 100%, Drassler 100%, Mabula 100%, Krypto, Capoeira 100%, Algit 100%, Tarnel und 100% Zenlong. Was es ja aus Raids gab, was es auch aus Feldforschungen gab, das hier aus Hildburghausen, kleines Andenken mitgenommen. Alexander Ahringer, endlich ein 0% Mabula in Pokémon Go. Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass er da so ewig drauf hingearbeitet hat oder das wirklich sein Ziel war. Endlich 0% Mabula, das ist ja so speziell, was will man damit? Endlich ein 3-Sterne-Shiny Amarino in Pokémon Go. Ich achte da immer gar nicht drauf, ich habe ja immer nur die höchsten entwickelt, von den höchsten WP mit dem höchsten Level, unabhängig von den Sternen. Aber ja, es gibt natürlich im Pokédex eine Kategorie, wo man 3-Sterne-Shinies dann auch sehen kann, aber für mich auch uninteressant. Kein Shiny gezogen heute beim Raid Day, Alexander Ahringer, kein Shiny am Raid. Was ist denn das unten? Ach, unten, das sind die normalen. Gab's das schon normal? Hab ich wieder total vergessen. Ja, gab's normal. Kein Shiny gezogen. McMaggie hier, Shiny gezogen. Garados auch Shiny mitgenommen. Patrick Carter, das hätte eigentlich der Schocker der Woche sein müssen. 100% Shiny Kaumalat mitgenommen. Kaumalat, richtig cooles Pokémon. Weiterentwicklung richtig krass. Kann Mega-Entwicklung haben. Shiny sieht dann leider nicht mehr so krass aus. Vom Knackrack her 100%, aber stark. 9.2. in Hannover. Ist aber an sich eigentlich ein C-Day-Pokémon. Im Drachen-Event saß das überall. Trotzdem ist das sehr unabhängig vom C-Day entstanden. Aber ich habe trotzdem was anderes zum Schocker der Woche gemacht. Obwohl das eigentlich auch schon richtig cool ist. Glückwunsch dazu. Shiny Shenlong ab ins Tierheim auch noch hier mitgenommen. Dieser hässliche Drachen, mit dem ich nichts anfangen kann. So. Die Sachen von Paula. 100er. Flampian ist von der Feldforschung. Knackrack von einem wilden Kaumalat. Mengi und Potrot sind getauscht. Damit ist schon alles gesagt. Mengi, Potrot getauscht. Bei Potrot seht ihr auch noch den Glückshintergrund. Ne? Ich habe es jetzt leider nicht alles einzeln gemacht, sonst hätte ich den Text nicht gesehen. So haben wir den Text. 7 Chanera Shiny am Z-Day. Weitere Shiny sind hier Tarnvignon, Gladiandri, Golbit, Algit, Abra, Yorklef, Tordonator, Kaumalat. Golbit finde ich gut, hat man noch nicht so oft gesehen. Hier guckt Golbit, so sieht er aus.
Raid Day Hisui Silvaro. Viel Glück gehabt mit Shinies. Mein bestes Shiny ist gleichzeitig das beste Silvaro aus 11 Raids. Habt ihr hier einen 91er mit 8,39. 4 Shinies bekommen aus 11 Raids. Kaisi folgt. Pass auf. Kaisi 100er. Und zwar das dritte Ball, hat 100er bekommen, und zwar das dritte Balgoras. Das für Monagoras war ein Wildfang vor ein paar Monaten. Die anderen sind aus Feldforschungen. Ist auf jeden Fall auch ein nützliches Pokémon, was auch ein guter Gesteinsangreifer ist. Kann man mal mitnehmen, sieht doch cool aus. Ist halt einfach Dinosaurier, ja. C-Day Ausbeute, 11 Shiny Chanera, das beste hatte 91%. Einmal Shiny Wonera. Haben wir hier Shiny Wonera, Shiny Chanera, andere Shinies, fast nur solche, die ich schon gehabt habe. Quieke, Bronzel, Yorklef, Sandan, Rattan und Kaumalat. Die Bilder sehen halt nicht so schön aus jetzt, weil die halt so vom Handy abgefilmt wurden. Und dann ist das halt alles klein, dann ist das halt alles, naja, und dann der Text und ist jetzt nicht so vorzeigefreundlich, aber wir haben es trotzdem mit reingenommen alles. Drittes Shadrago, neues. Auch wie bei Paula, ein Gladiantri. Und ganz neu von Dienstagmorgen, Koriogel. Sowie das einzige Shiny Hisui Silvaro von Kaisi. Grüße an alle, an dich, die Familie und die Community. Bleibt oder werdet alle gesund. Das ist Paula Emberor. Ne? Kinder, schreibt es mal rein. Shadrago auf jeden Fall cool, wenn man den immer mal mitnehmen kann. Koriogel unten drunter, wie gesagt, neu, ganz neu, brandneu. Das sieht eigentlich cool aus, dass das schwarz ist mit einem roten Streifen. Ist genau umgekehrt. Silvaro, ja, hat ja fast jeder bekommen dann. Gladiantri, auch selten. Hier habe ich das nochmal einzeln gezeigt, dass man das nochmal sieht. Das Koriogel, wie gut das aussieht. Benjamin hier. Den nehme ich 12, 14, 13. Wieso habe ich den aber mit reingenommen? Das Krypto-Kaumalat ist nett, aber ja, okay. Thomas Speck, der sieht jetzt, was passiert, wenn Facebook schon wieder das ganze Zeug umstellt. Ich kann hier auch die Bilder nicht mehr anklicken, dass sie groß sind und oben der Name dran steht. Denn wenn ich jetzt drauf drücke, dass die Bilder groß sind, steht da einfach nichts mehr dran. Ich weiß nicht, warum Facebook immer zu alles ummodelt. Das heißt, ich muss es auch so im Gespräch upscreen. Und dann habt ihr hier einfach 100% Algit. Dann habt ihr hier Arctos erlöst, okay. Das heißt, den musste ich machen, dass ich den Namen habe. Den konnte ich dann doch groß machen, weil sonst habt ihr einfach nur zwei Flatschen aufeinander. Ihr seht das Pokémon gar nicht. Das ist so bescheuert gemacht. Arctos hat er auf jeden Fall erlöst zu dem 100er. Wohin genau hat er mitgenommen? In 100% weiblich. Dann haben wir Zapdos Annika. Wild, 5.2. Wir haben hier nochmal wild ein Schlurp Shiny. Raupi, Shiny, Labras, Shiny, ist der Feldforschung, 100% Tordonador, wohl aus dem Raid, Legios, getauscht, Glücks, 100er, Shadrago, Shiny, Arctos Dani, dann Bautz, 100, Legios, 100, Potrot, Cumulus, für die Sammlung, Shiny, Glücks, achso, Glücks habe ich doch schon, ich brauche den anderen Begriff. Glücks-Hunderter, also Lucky Hando, Lando. So, dann Karadonis, Shiny, Snubbull, Shiny, Cumulus, Zelda. Danke für die Einladung, war der zweite Raid, wurde von Zelda eingeladen, hat hier ein Shiny aus dem zweiten Raid bekommen. Dann nochmal Lando, also Lucky, Hando, Flampion, Stahnsdorf, Brandenburg, Cumulus, Henry für Raider Mittwoch aus der Ticketforschung, Pandir mit den Herzen, was halt auch seltener ist, sag mal. Henry noch ein Kapaloris hier, 100% mitgenommen, Groink mitgenommen in 100%, auch in Glücks, Lenzart, mein Raid Day, Main Raid Day, also auf dem Main Account, Raid Day, Shiny Ausbeute, das Igamaro war geplus, ansonsten hier zwei Dinger, 16,32, das höchste. 100% Zen Long war auch dabei, wahrscheinlich auch geplus, Spaß. Dann hier aber 16,2, 15,82, auf Baum lieber die Shinies, die sind auf jeden Fall beide schlechter als die anderen. 16,2, 16,25. Zweimal einen mit 16,2 bekommen, hat sogar eine andere Aufteilung. Baloo, 100er Kabador noch mitgenommen, Shiny Kaumalat mitgenommen, Shiny Balgoras mitgenommen, sehr schöne Farbe auch, 100er Kaumalat. Haben wir hier 100er Baragoni, haben wir hier Silvaro mit 16,21, schönes Bild,
Sendung 1217. Richtig hässliches Bild, sage ich noch dazu. Dann nochmal eine Übersicht, alles hier, 100er, Shinies, alles, was wir gerade einzeln gesehen haben. Und dann habe ich gestern, da hat Madu gefragt, ob jemand helfen kann. Bei Kubidos habe ich zwei Accounts vorbeigeschickt, den Ivar Kids und den Ivar Bekannt. Und der Ivar Kids hat einfach in seinem ersten Raid Pokédex-Eintrag-mäßig direkt das 100%ige Kubidos bekommen. Würde niemals was mitmachen, könnte man theoretisch auch direkt verschicken, weil macht man halt nichts mit. Er macht nichts mit, es ist ein inaktiver Account. Alle sind inaktiv, ich habe theoretisch nur den Habanero. Fand ich aber cool, das sah gut aus, deswegen habe ich das mal mit reingeschnitten. Das waren die Highlights der Woche, jetzt kommt noch der Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von, haltet euch fest, Adischatz mit dem schwarzen Gummimund. Sitzt schon wieder auf dem Fensterbrett. Das ist der Hallo Hadittebück 123. Drei Landos von 100 Trades. Ist das jetzt krass? Ist das nicht krass? Wir haben ja vorhin gesehen, Schnibitzer hat ja auch in 7 Tagen 500er gehabt, wo er eins gebrütet hat, wo er 2 aus dem Tausch bekommen hat, die lucky geworden sind, und ein drittes aus dem Tausch. Hier aus 100 Trades, das ist alles von einem einzigen Tag. Das ist ein einziger Tag, 100 Pokémon direkt getauscht in diesen 100 Trades an einem Tag. 3 100%ige Glücks-Pokémon dabei. Lapras ist cool, Kaumalat ist cool. Miniras ist selten, nicht ganz so cool, aber irgendwie cool, so wie es gerade ist. Und dann habt ihr auch noch Back-to-Back-Lundos, denn das Kaumalat und das Miniras kamen direkt hintereinander. 2x 100% Glückstausch gehabt, aber ansonsten habt ihr hier alle nochmal einzeln hier. 11.2. Hamburg, 30.1. Ne, doch, doch, das ist ja da nur gefangen, getauscht wurde es ein anderes Mal und 29.01. Also wann das Fangdatum ist, das guckt er gar nicht hin. Wir sehen es ja dann hier, durch Tausch erhalten am 12.02., durch Tausch erhalten am 12.02. und hier auch durch Tausch erhalten am 12.02. Das ist sogar aus dem 10-Kilometer-Ei mal gekommen. Die anderen beiden waren so, also an einem Tag in 100 Trades nacheinander. 2 Landos, insgesamt aber 3 Landos. Das fand ich cool. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Das fand ich gut. Das war für mich jetzt hier der Schocker der Woche. Mach mal nochmal drauf. Glückwunsch an unaussprechlicher Name. Hallo, dit big 123. Grüße gehen raus. Und das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.